Die große Magna-Zeit war wohl vorüber und Frank Stauner hat damals gesagt, okay, John, ich brauche dich, ich will dir eine junge, wilde Truppe hier machen. Ne? Nicht? Nicht. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt, ich war damals mit dem Nationalteam in der Schweiz, der Leiti war mein Zimmerkollege damals und kann mich noch erinnern, ich habe Frank Stauner auf Lautsprecher geschalten, also ob es gestern gewesen wäre, es war legendär einfach. Und so schnell wie ich gar nicht schauen können, war bei der Austria für mich ein Riesenschritt damals. Mittlerweile singen wir sehr viele Kinderlieder für unsere zwei kleinen Kinder zu Hause. Also Bibi Langstrumpf spiele ich zurzeit und andere Lieder. Und ja, es macht einfach Spaß. Also ich habe damals sehr früh das Hobby begonnen, Gitarre zu spielen und egal bei welchem Club ich war, habe ich immer wieder zur Gitarre gegriffen, wenn es Zeit dafür war. Ich habe bei Austria Wien damals ein Trainingslager in der Flachau. Grüni habe ich seit langem getroffen damals, Europa League, wie wir es gespielt haben gegen AC Milan und er kommt zu mir, Johnny, ich werde es nie vergessen, wie du in der Flachau beim Trainingslager Gitarre gespielt hast. Und da, ja, ich bin in einer Band auch gespielt und habe ein Lied zum Besten gegeben und das bleibt einfach in Erinnerung. Ich kann mich erinnern, Grüni, der Bichi und alle haben mitgesungen, also das war ja eine super Zeit. Also Leidenschaften für Pippi Langstrumpf und Hell's Bells, das ist ziemlich breit gefächert, muss ich sagen. Breit gefächert, ja. Pippi Langstrumpf ist gar nicht so leicht, probiert es einmal. Buffet am virtuellen Buffet, nämlich unter fak.at/fanbuffet. Helft uns, spendet und wir sind gleich wieder für euch da nach einer kurzen Pause, die ihr natürlich dazu nutzen könnt. Schlage ich mit 50 Euro spenden jetzt sofort. Das ist großartig. Wir haben fange an mit einem guten Beispiel. Das ist ganz stark. Ich glaube, wir haben da hinten sogar ein Sparschwein. Das werden wir bis zum Sendestart noch einmal hervorkramen. Hast du es im Bar, Johnny? ich war leider vorher nicht mit dem Bankomaten, aber ich werde es sofort... Also während, wenn du beim Kommentar mich nicht siehst, dann bin ich beim Bankomaten und heb die 50 Euro ab. Schau, wir machen das so, ich gebe dem Kollegen einfach deine Bankomatkarte. Wir bauen derweil das Studio um, dass wir gleich wieder zurückkommen. Du kommentierst dann live mit Wolfgang Slawik, unserem Stadionsprecher. Wir hören im Hintergrund schon die Hymne. Und den Fuffi, den lassen wir da. Passt. Wir sind gutes Omen fürs Match. Als gutes Omen fürs Match. Wir sind gleich wieder für euch da. Wir bauen in der Zwischenzeit um und hoffen, ihr bleibt dran. Johnny, los geht's. Unglaublich beeindruckend, dass du in einer Doppelfunktion derartig schlagfertig bist. Freut mich sehr, dass ich mit dir heute kommentieren darf. Ankick haben die Gäste aus Altach, die in einem 4-2-3 spielen. Ebenso das System von Christian Ilzer. 4-2-3, exakt die gleiche Startelf wie heute vor einer Woche gegen die Admira. Und da gab es einen 1-0 Heimsieg. Interessant, Wolfi, dass Austria Wien als erste Mannschaft draußen war, gewartet hat auch auf die Mannschaft, also der Christian hat es ja richtig heiß gemacht auf das Match heute. Die Altacher gleich mit einem hohen, weiten Ball nach vorne. Patrick Penz übrigens im Tor vor der Westtribüne, Martin Kobras, Kapitän bei den Altachern im Tor vor der Osttribüne, die leider leer bleiben muss auch heute. Und die Altacher gleich mal durchs Zentrum, Manfred Fischer und dann die erste Aktion und das 1-0. 28 Sekunden. Oh mein Gott, Johnny, ganz, ganz bitterer Auftakt für die Veilchen. Ein erster Angriff und da gelingt gleich die Führung für die Gäste. Ein fataler Start. Ein Altacher, Michi Mahl hat sich da aufgestützt, ein bisschen mit der Hand ins Gesicht gegriffen. Bei das Fulham hätten sie es nicht gepfiffen, Wolf, ich möchte ja nur noch sagen, ich war oft genug bei Mike zuschauen. Genau, du hast auch in England gespielt, der Mike auch natürlich. Gut. Grün mal per Kopf, nochmals grün mal aus der Drehung an die Stange, Nachschuss drüber. Die Riesenchance, Johnny, in Minute 30. Grüni hat sich wunderbar gelöst hier auf der zweiten Stange und bekommt den Ball noch einmal. Und eigentlich ist es seine Spezialität mit seinem wunderbaren linken Fuß. Ein toller Schuss. Super gelöst hier im Rückraum. Kriegt ihn glücklich wieder und dann zieht er ab. Super, perfekt. Und dann ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen zu schnell gegangen. Da wäre Kobras geschlagen gewesen. Ah, super Schuss an die Stange. Kurz abgespielt auf Karic. Foul von Sachs an Fischer. Und jetzt gibt es da ein bisschen ein Getümmel und die erste Gelbe für Max Sachs. Rudelbildung. Rot. Gelb-Rot. Gelb-Rot für Max Sachs. Pastor läuft rein. Hat Max Sachs zuvor schon Gelb gehabt oder war jetzt Gelb und nochmal Gelb, John? Also ich hätte die erste Gelbe dann übersehen. Max Sachs mit dem Ausschluss. Somit die Austria ab Minute 31 nur noch zu zehnt. So, schauen wir, gegen Fischer, da geht Sachs hin, fault Manfred Fischer und dann wird gestoßen von Sachs gegen Schreiner, dann sieht Sachs gelb und dann zieht er sofort die rote. Also da muss eigentlich Max Sachs zuvor in einer Aktion schon mal gelb gesehen haben. Versuchen das irgendwie aufzulösen. Du hast jetzt gesehen in dieser Situation, wieso die zweiten Bälle so wichtig sind. Wieder hat man den zweiten Ball hier gewonnen, gutes Umschaltspiel mit Zug zum Tor.
Pausenstand FK Austria Wien gegen Cashpoint SC Altach 0:1. Aber das ist jetzt auch viel zu einfach gegangen. Also Karic konnte da wirklich weit durchgehen, bis in den 16er hinein. Ich habe gesagt, bei der Stadioneröffnung, was würde es Schöneres geben, eine Europa League-Nacht hier in Favoriten mitzuerleben? Also das wäre mein Traum. Es ist ja erst noch realistisch. Also obwohl jetzt heute natürlich ja die Niederlage sehr bitter ist, aber du musst unter die ersten zwei kommen. Also das ist egal, du kannst jetzt komplett runterleeren, sage ich mal, aber hinten raus extrem stark sein, das würde ich alle mal nehmen, wie jetzt der 15 Punkte Vorsprung und du kommst nicht über die Quali-Gruppe drüber. Also da ist noch alles drin. Man muss immer die, ja, das große Ganze sehen. Die Bestandsaufnahme heute tut weh, das ist ganz klar, aber die rote Karte, man hat das einfach nicht kompensieren können. Mit einer sehr guten Altacher Mannschaft. Aber ich wünsche der Austria alles Gute. Ich werde es natürlich immer verfolgen. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Danke vielmals für dieses professionelle Setup. Ihr habt das alle wirklich super gemacht. Also ich bin wieder gerne da. Jederzeit gerne eingeladen, jederzeit gern gesehen bei uns. So ist es. Also ich muss wirklich sagen, heute wirklich Spaß gemacht, wieder alte Bekannte zu sehen. Und schaut, ja, also mein Tipp ist leider nicht aufgegangen, sogar komplett in die Hosen gegangen. 2-0 für die Austria ist ein 2-0 für Altach geworden. Aber ja, die Chance lebt und ich bin fix davon überzeugt, dass man da die Quali-Gruppe gewinnt.